Gestern Abend war es ein weiteres von vielen Highlights gewesen. Die Sportstars Marie-José Perec und Teddy Riner entzündeten als letzte von 10.000 Fackelträgern das Feuer. Ganz zum Schluss gab Megastar Céline Dion ein fulminantes Comeback auf dem Eiffelturm. Superlativ reihte sich an Superlativ. In der fast vierstündigen Show ging es um die französische Geschichte, die Stadt Paris und um Frieden, Freundschaft und Diversität. Nur das Wetter trübte die Stimmung ein wenig, doch Hunderttausende hielten durch bis zum Schluss. Es war wie ein Traum, der wahr geworden ist. Trotz Regen war es magisch. Paris ist eine Stadt, der noch nicht mal Regen was anhaben kann. Die Leute kommen trotzdem und freuen sich. Wir sind zwar total durchnässt, aber das war es wert.